Hallo, du bist der Jürgen. Und du bist der Dodo. Ja. Servus. Das machen wir so, oder? Ein echter Föhringer. Ja, ein Urföhringer. Sag mal, das ist jetzt das Mühlebrückle, oder wie? Ja, das ist das berühmte Zwei-Tonnen-Brückle. In Liechtenstein-Unterhausen heißt es. Oberhausen hat es geheißen. Hat das mal auch? Ach, das hat anders gehabt. Oberhausen, ganz früher. Guck, das wusste ich nicht. Ich bin ja ein Reutlinger, aber Oberhausen habe ich noch nie gehört. Ja, da sind wir neu draufgekommen ins Tal. Ja. Zu der Zeit. Und wo war jetzt die Mühle eigentlich? Die Mühle, die ist dahinter, wo du jetzt das braune Haus siehst. Das war eigentlich die Frontaussicht, das war ein Wohnhaus rechts dran. Links war das Büro und ganz links war noch ein Teil der Schreinerei. Und hinterüber ging es noch auf den Holzplatz. Das hat sich so entlang der Echatz gezogen. Der Opa und sein Bruder, die haben angefangen hier 1922, nachdem sie 21 in Pfullingen die Firma gegründet haben, haben sie darauf in Miete zuerst in die Mühle und nachher haben sie übernommen, ein Jahr später. Das ist praktisch die Front wieder und dann zurückgesetzt ist ein Bürogebäude und ist so eine Schreinerei gewesen, ganz am Rand. Die Firma Föhringer war damals erstmal eine klassische Schreinerei. Ja, klassische Schreinerei kann ich nicht sagen. Wir haben einfach Gebrauchsgegenstände gemacht aus Holz. Stopfeuer, Griffelschublade, wenn du weißt, was das ist. Ich weiß nicht mal, was ein Stopfeuer ist. Das ist, hat deine Oma Zucker gestopft. Ach, das ist so ein Holzeuer. Stopfeuer, das ist genau. Der Superschwab weiß gar nicht. Stickrahmen, Spinnräder, alles, was aus heimischen Hölzern gemacht werden hat können. Und auch exportiert werden hat können damals schon. Und da haben sie, glaube ich, Stickrahmen nach Bombay geschickt. Und die haben sie dann aufgeladen aufs Firmenfahrzeug. Da nach Kuba und New Jersey und ein Woolworths und was weiß ich nicht alles. Also haben die Dokumente an ihr Leben. Ab den 30er Jahren sind es 4 Kinder gewesen. Also das erste Ehe der Onkel Karl, dann der Onkel Ernst und dann ist mein Vater der Hermann gekommen und der jüngste war der Albert. Die Kriegsjahre waren eigentlich hart, weil der Opa musste den Krieg und die zwei ältesten Brüder mussten den Krieg. Oma Emma hat eigentlich noch den ganzen Laden geworfen. Die hat noch Aufträge geguckt, hat noch Geld geguckt, dass sie die Löhne hat zahlen können, weil das war, Geld war kein da im Krieg. Aufträge war schwierig zu kriegen, aber sie hat die Belegschaft durchgebracht. Dann kam ja das Wirtschaftswunder nach dem Krieg und ist dann gleich aufwärts gegangen? Nee, so schnell ist nicht aufwärts gegangen, war ja kein Geld da. Dann haben sie Maschinen selber bauen müssen. Die haben Sperrholz produziert damals auf einer Mostpresse, weil sie kein Geld gehabt. Was ist denn so deine früheste Erinnerung an die Mühle hier, an die Zeit? Ja, die ersten Erinnerungen sind so von der Sperrholzproduktion. In den 60er, 62 rum, wie man Sperrholz gemacht hat, wie wir als kleine Kinder auf dem Holzplatz unterwegs waren. Das heißt, du warst natürlich als Junge auch noch hier? Oder bist ich habe da gewohnt. Ich bin aufgewachsen da in der Mühle oben drin. Da war ja noch Wohnhaus dabei. Und wenn du da jetzt so dran zurückdenkst, an was erinnerst du dich? Das ist der größte Abenteuerspielplatz im ganzen Landkreis gewesen. Das kann man einfach sagen. Echatz, Katakombe unten, Turbine unten, in den Keller drinnen, dann Leimkeller unten drinnen. So eine Fabrik, die hat überall so ihre kleinen Räumle gehabt, Geheimnisse gehabt. Es war fantastisch. Hallo, ich bin's, der Dodo Kai. Komm zum Interview. So, rei. Also, wenn man mal von Föhringer in Trochtelfingen ausgeht, gegründet in Unterhausen, da sind wir 330 Leute, sind an zwei Standorten, also hier auf der Heid und in Trochtelfingen. Seit 85 und dann haben wir noch eine verlängerte Werkbank in Bosnien und ein externes Entwicklungsbüro in Kehl-Zierolzhofen. Und hier haben wir die Roboterschaltzentrale. Und die Maschine macht das, was früher ein Mitarbeiter gemacht hat. Genau, früher war ein Mitarbeiter, der hat diesen Mischkopf immer so von Hand betätigt.
Ursprünglich seid ihr ja Schreinerei, aber hier geht es ja noch mal was anderes. Gell? Ihr macht hier viel Kunststoffteile, Plastik, der ich sage. Ja, Plastik ist natürlich ein Überbegriff, aber es geht bei uns hier um die Sparte Polyurethane. PU. PU. Da war das Ansinnen Leichtbau. Wie schaffen wir es, Formteile im Leichtbau zu machen? Eine Wand. Außen Dekor fürs Wohnraum in Grau. Wie seid ihr speziell in diese Caravanschiene gekommen? Also ihr seid ja viel in Wohnmobile vertreten. Wieso speziell? Wie seid ihr in den Markt reingekommen? Ja, das war dann noch etwas früher, in der Generation von meinem Vater. Dort war es ja so, dass wir Sperrholz produziert haben. Und in der Zeit kam dann die Spanplatte auf. Und die billige Spanplatte hat das Sperrholz verdrängt. Und somit musste mein Vater, der musste sich ein bisschen umorientieren. Damals durch das Netzwerk sind da ein paar Ideen zusammengekommen. Ein japanisches bedrucktes Reispapier auf ein indonesisches dünnes Sperrholz zu beschichten. Von der Seite sind wir dann im Bad. Hier ist die Schublade vom Waschbecken. Hier sind Verbindungspunkte, da wird die nächste Wand wieder angesteckt. Wenn man jetzt die Historie anschaut, schon auch ein bisschen das Glück, in der richtigen Branche unterwegs zu sein, im richtigen Markt, Innovationen dazu beitragen, die Technologie nicht verpassen, einen Kundenservice bieten. Alle diese Dinge spielen zusammen, um erfolgreich zu werden. Okay, wo geht's jetzt hier nach? Es blickt jetzt auch kein Mensch hier. Die sind doch krass, Dackelhahne. Die wissen nicht mal, was man für Schilder nachstellen muss, damit jemand etwas findet. Also wenn ich jetzt der Hanne nur dreimal rumfahren, dann muss ich gerade in das Wohnmobil reinspucken. Ah, Gewerbegebiet. Ja, von wegen. Das sind hier schöne Albflechten. Patina, das ist sehr. 100 Jahre Föhringer. Was passiert in den nächsten 100 Jahren? Was würdest du dir wünschen? Ja, was alles passiert, wissen wir natürlich nicht. Aber ich wünsche mir natürlich, dass man alles, das, was da kommt, bewältigt und meistern. Und ich denke, ja, so wie wir jetzt praktisch aufgestellt sind, wird man das auch schaffen, ja, das zu erhalten, was wir bis jetzt geschaffen haben. Gute Mitarbeiter, gutes Team, die motiviert an die Aufgabe herangeht. Und mit so einer Mannschaft können die sämtliche Herausforderungen der Zukunft bewältigen.